Hallo und herzlich willkommen zu einem 100.000 Münzen Pack Opening. Und zwar im Weltmeisterschaftsmodus vom FIFA 14 Ultimate Team. Und ja, wenn man unbedingt vielleicht sieht, habe ich ein paar Münzen mir zusammen geschafft. Und ja, davon werden wir jetzt 20 Packs aufmachen. Das heißt, 100.000 weniger Münzen. Das heißt, bei 467.000 ist Schluss. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Und dann schauen wir mal, was wir bei diesem Pack-Opening bekommen werden. Tuck, tuck, tuck. Okay, Coentrao haben wir hier. Dong, Wan. Ansonsten argentinische Trikots und das obligatorische Gold-Pack zum Einlösen. So, nächstes hoch. Zack, zack. Wen haben wir hier? Zoet Ibarra. Sehr pässiger rechter Mittelfeldspieler. Scolari. Zwei Doppelte. Zack, zack. Einlösen. Duplikate muss man hier, glaube ich, verkaufen. Ja. Beziehungsweise die muss man abstoßen. So, nächstes. Mal schauen. Haben wir einen guten Spieler dabei? Iniesta. Natürlich sehr geil. Andres Iniesta. Aus Spanien. Eine überragende Passrate und Dribbling hat er auch. Barnetta haben wir noch. Spahic. Alvarez. Aber Andres Iniesta ist schon mal ein richtig guter Spieler, den wir hier gezogen haben. Sehr schön. Und die Packs vom Ultimate Team hier, also normal Ultimate Team, die werden wir natürlich auch irgendwann mal aufmachen. Aber nicht in diesem Video. Schauen wir mal, was wir in diesem Pack drin haben. Manuel Neuer. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Manuel Neuer. Wahrscheinlich der beste Keeper hier im Spiel. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Geil, geil, geil. Dann werde ich natürlich dann gleich in meine Mannschaft packen. Sehr schön. Ach man, komm. Zack, zack. So. Das fünfte Pack. Wen haben wir hier? Niemanden Gutes. Magalon, Sabilon, Hade, Wusson, Hernandez. Ne? Insigne. Der ist ganz gut eigentlich. Ganz in Ordnung, würde ich mal sagen. Algerien-Trikots. Ansonsten wieder einen doppelten. So. Nächster. 5000 Münzen. Bender. Können wir jetzt schon fast eine deutsche Mannschaft aufbauen. Idrissou haben wir. Usami. Nicht sogar alles Bundesligaspieler. Ah, Kaiserslautern, oder? Idrissou. Auf jeden Fall haben wir hier Bender. Bender. Lars Bender. Das muss ich erstmal nachgucken. Aber das Sven fährt da gar nicht mehr zur WM. Ein sehr schönes Pack auf jeden Fall. Naja, komm. Ich verhaspel mich hier immer. So. Zack, zack, zack. Die nächsten 5000 Münzen ins nächste Pack investiert. Und David Villa, der wahrscheinlich nach der WM seine Nationalmannschaftskarriere beenden wird. Heiko Westermann, ebenfalls ein deutscher Spieler. Es gibt auch Wechselgerüchte von David Villa, dass er in die USA gehen wird. Wir werden sehen. Ansonsten hier wieder einen Doppelten, der weg muss. Und nächstes Pack. Wap, wap. So, haben wir hier irgendjemanden Gutes? Nein, Johnson. Johnson ist natürlich ein sehr guter Stürmer. Mit hohem Tempo und Kopfball. Sieht auch nach zwei guten Linksverteidigern hier aus. Granit Xhaka aus der Bundesliga. Und Ghulam. Oh, hier. Jürgen Klinsmann. Der Trainer
Der USA. So. Und nächstes Pack. Mal schauen. Merzacker und Wolscheid. Ja, Wolscheid, dass der mit zur WM kommt, war eigentlich, glaube ich, nie irgendwie gedacht. Aber der ist hier trotzdem im Spiel. Ansonsten per Merzacker haben wir hier noch. Kopfball von 75. Schwach. Ansonsten haben wir richtig viele deutsche Mannschaften bekommen bisher. Ein Portugal-Auswärtstrikot haben wir hier auch noch. Das ist ein Gratis-Set, lösen wir natürlich ein. Ansonsten weg mit euch. Dann geht's weiter. So, wen haben wir hier? Na, niemand Gutes. Gambo. So. Alle in dem Verein. Objekt einlösen. Und das nächste Pack. Zack, zack. Oh, hier haben wir Javi Martinez. Und Gay Clichy. Sehr guter Linksverteidiger und ein sehr guter defensiver Mittelfeldspieler. Die ich höchstwahrscheinlich auch in meine Mannschaft packen werde. Schweiz Auswärtstrikot haben wir auch noch. So, nächstes Pack. Hier haben wir niemanden Gutes. Ah, da war ein doppelter Mertesacker. Den wir wegschmeißen müssen. Schade, schade. Aber eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Zack, zack. Das nächste Pack. Vielleicht kriegen wir noch einen guten Spieler. Hier haben wir Vertonghen. Warum ist der Linksverteidiger? Linksverteidiger taugt der nicht viel, ansonsten auch relativ mittelmäßige Spieler. So, zack, zack. Die nächsten 5000 Münzen. Hier auch niemanden Gutes. Korker. Naja, 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 naja. Zack. Objekt einlösen, zack. Und dann auf zu den letzten 6 Packs in diesem Pack-Opening. Hier auch wieder niemanden Gutes. Schade, schade. Ein paar Doppelte haben wir da auf jeden Fall dabei. So. Noch 5 Packs. Julio César, natürlich auch ein sehr guter Keeper. Vicente del Bosque. Guter Manager. Aber wir haben unser Manuel Neuer am Tor. Deshalb brauchen wir den Julio César gar nicht. So, 4 Packs noch. Oh, Raúl Marelles und Veloso. Von Portugal beide. Haben beide ganz ähnliche Sets, wie es aussieht. Ja. Fast schon gleich. Ansonsten haben wir hier noch John. Ansonsten zwei sehr gute Mittelfeldspieler da. So. Du kommst wieder weg. Und dann öffnen wir noch 3 Packs. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ayew, Andrew Ayew haben wir hier. Van Rijn. Sonst wieder 3 Doppelte. Gratis Goldset. Und ihr kommt weg. Zack, zack. Nächstes Pack. Vorletztes Pack. Und jetzt haben wir ganz viele neue Spieler, aber keinen super guten. Song haben wir, Samaras, Petritsch, Mladen Petritsch, Jakunan, Anan, Drimmitsch
Guter Stürmer. Oduwamadi. Florenzi. Kommen alle mal in den Verein. Das ist gerade das Goldset einlösen. Zack, zack. Und dann kommen wir zum letzten Pack. Dieses Pack-Openings. Gucken, wie mal was hier drin ist. Im allerletzten Pack. Hoffentlich noch ein guter Spieler. Ja, auch alles nur mittelmäßige Spieler, leider. Brana, Scotty, Tijaga, Soto, Nium. Naja, auch nicht alles gute Spieler. Aber es gab auf jeden Fall ein paar Highlights hier in diesem Pack-Opening, wie Iniesta oder Manuel Neuer. Gut, dann das hier abstoßen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Pack-Opening hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel vielleicht wieder. Bis dahin und tschüss.